In diesem Lernfilm geht es um Nerf. Nerfblaster können Styropor oder Schaumstoff oder auch Plastikmunition verschießen. Es gibt altmodische Waffen, wie zum Beispiel die Vulcan oder Havoc Fire. Oder es gibt auch ziemlich moderne neue Blaster, wie zum Beispiel die Ultraserie. Es gibt hier diese Echo Strike Pfeile. Die gibt es bei vielen Waffen, aber bei mehr Waffen gibt es die Elite-Pfeile, wie man hier auf dem Bild sehen kann. Es gibt viele verschiedene Arten von Nerfs, zum Beispiel Schrotflinten oder Snipers, die aber nicht wirklich weiterkommen als die normalen Blaster oder zum Beispiel diese Joint. Es gibt aber auch viele Extras, wie diese Weste, in der man Pfeile und Magazine verstauen kann. Hier kommen unsere Top 5 Blaster. Auf Platz 5 ist die Titan. Das ist eine Minigun und hat das größte Magazin von allen. Ich habe diese Waffe selbst und kann sie nur weiterempfehlen. Auf dem 4. Platz befindet sich die Disruptor. Sie hat zwar nur 6 Schuss, hat aber eine sehr weite Reichweite und ist sehr handlich. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Auf Platz 3 ist die Strife. Sie hat zwar nur ein 6er Magazin, aber man kann natürlich viel mehr Magazine reintun. Und sie kann sehr weit schießen. Auf Platz 2 ist die Rapid Strike oder auch Rapid Strike CS-18 genannt. Sie hat ein 18er Magazin, ist sehr gut im Nahkampf, aber auch von Weitem. Deshalb ist sie sehr beliebt. Deshalb auf Platz 2. Und hier auf Platz 1 ist die Havoc Fire. Das ist unsere Lieblingswaffe. Sie hat eine Kette, in der man 25 Schuss reinmachen kann. Und die Waffe ist vollautomatisch. Aber die Waffe kann man leider nicht mehr kaufen. Und wenn denn, von eBay für viel Geld. Generell können wir Nerfs nur weiterempfehlen. Aber wenn ihr euch eine Waffe kaufen wollt, dann nehmt am besten diese Waffen, die wir euch vorher gezeigt haben. Oder die, die jetzt eingeblendet werden. Es gibt natürlich viele weitere coole Waffen. Und viel Spaß beim Spielen und danke fürs Zuschauen.